Willkommen zurück zu Clash of Clans. Die Clanspiele sind vorbei. Wir haben es überhaupt nicht geschafft. Wegen der Corona-Zeit hatten wir ja tausende von Hausaufgaben bekommen, die ich erstmal machen musste. Hier gibt es eine Menge Dunkles. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall unseren Barbarenkönig bauen und den dann auch direkt nutzen. Ja, ich habe es eigentlich überhaupt nicht verdient. Gerade mal 150 Punkte geholt. Die Mauerringe wären eigentlich... Oha. Die Mauerringe wären eigentlich ziemlich nützlich. Aber ich würde eher das dunkle Elixier holen. So, das ist auch bald vorbei. Hält auch nur noch 3 Tage. Letzte Woche kamen ja keine Videos. Das liegt einfach daran, dass ich momentan Tonnen von Hausaufgaben habe, die ich erstmal abarbeiten muss. Und die haben natürlich eine höhere Priorität als YouTube. Ich hoffe, ihr versteht das. Sobald ich wieder weniger Hausaufgaben habe, jetzt zum Beispiel habe ich erstmal einige Hausaufgaben erledigt. Jetzt kann ich ein bisschen YouTube aufnehmen. Ja, dann wird eine Folge Clash of Clans. Vielleicht noch eine Folge SimCity Builder kommen. Räumen wir hier erstmal alles auf. So, okay. Hier haben wir sogar noch was bekommen. Für einen Machttrank reicht es nicht. Sind aber auch ziemlich viele Sachen dabei, die ich so eigentlich überhaupt nicht machen kann, wie sowas hier. Mehrspieler kämpfen Helden, besiegen 1000 Level. Oder hier Bogenschützenkönigin, Altare vernichten. Clankriegskämpfe bin ich gar nicht drin. Kanonenkarren habe ich noch gar nicht. Hier die Schweinereiter auch nicht. Ich habe gerade mal hier die Lakaien. Da fällt mir gerade ein. 180 von 180. Ich sollte das dringend mal hier umändern. Machen wir mal 30. Ja, ich würde sagen, das ist so gut. Hab jetzt natürlich nicht ausgebildet, verdammt. Egal. So, hier haben wir noch was. Dann greifen wir in der Bauarbeiterbasis an. Hier nochmal ein Hain entfernen. Ich hoffe, ich kriege noch diese 500.000 Gold und Elixier. Okay. Warte. Ich wusste es, dass da eine Falle ist. Gut, dass man das mit einem Barbaren schon auslösen kann. Also verteilen wir den mal erstmal so. Und dann hier die Bombenwerfer hin. So, ein bisschen leiser. 49. Schade. Hätten das hier unten noch holen sollen, dann hätten wir 50 bekommen. So, hier haben wir auch noch was. 10 Punkte fehlen noch. Truppen kann ich auch nicht spenden, das habe ich gerade mal in meinem anderen Account gemacht. Und natürlich haben wir verloren. Ich würde sagen, wir machen hier noch einen Angriff und dann holen wir uns die Belohnung. Okay, ich glaube, der will rushen. Der hat ziemlich viel Gold. Das würde mich interessieren. Luftverteidigung ist komplett unterlevelt. 1, 2 und 2. Luftfeger hier draußen. Ja, ich glaube, den greifen wir an. Nur für das Gold.
So von der Seite setzen, damit... Ah. Hat geklappt, okay. Gut. Dann machen wir vielleicht einmal so. Warten kurz. Und dann kommt hier noch eine zweite Welle hin. Im Notfall können wir uns noch den Drachen herbeizaubern. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Falls es doch mit der Zeit eng wird, mache ich das dann. Und im nächsten Angriff haben wir dann noch die Lakaien. Die räumen dann einfach hinter den Ballons schön auf. Der Barbarenkönig kann einfach gar nichts gegen die Ballons machen. Tja. Und... Oh, der hat das sogar noch überlebt. Bumm. Weg. Schön. Die teilen sich auf in vier Gruppen. Ah, jetzt sogar fünf. Und jetzt sind es wieder vier. So, außen ist nichts mehr. Nur noch das da fehlt. Es ist immer irgendwie eine Bauhütte. Na egal. Drei Sterne. 100%. Noch ein Sternebonus dazu. Da freut man sich ja. So, wir sind aufgestiegen. Da fällt mir gerade ein, ich habe irgendwie was gewonnen hier. Merkwürdigerweise. Ach so, wegen dem Drachen. Ja gut. Ja gut. So, haben wir mal. Der hat gleich aufgegeben. Ah, so viel Elixier verschwendet. So, holen wir uns den Machttrank. Könnten wir den überhaupt brauchen? Ja, bei den Ballons halt nicht, aber bei den Lakaien schon. Geht das auch? Das geht nicht für Helden, oder? Nein. Ich könnte damit meinen Helden schon auf Level 5 bringen. Das wäre eigentlich ganz gut. Hier habe ich auch noch 50 Punkte. 10 Mauerringe wären eigentlich ganz gut, aber nee. Lassen wir erstmal. So, 1 Million Gold. Was machen wir denn damit? Ich würde vielleicht erstmal das Armeelager hier machen. Ja, wobei, sammeln wir erstmal. Also wir brauchen 10.000. 3.000 plus 8.000 reicht locker. Also das nehmen wir schon mal. Ich würde tatsächlich die Juwelen nehmen. Dann einfach hier noch den Ressourcentrank. Gibt es hier nicht so viel zum Auswählen. Also, Belohnung abholen. Und jetzt, ja, hier. Der Barbarenkönig, dazu müssen wir hier nochmal die Mauer wegnehmen. So, setzen wir dann mal unseren Barbarenkönig einfach in die Mitte des Dorfes. Elixiersammler wäre eigentlich eine gute Option, aber ich kann dann halt, warte mal, Goldminen? Na doch, doch, ich würde es mal machen. Also einmal so, einmal so. Einmal so und noch eine Goldmine. So, jetzt haben wir von beidem zwei. So, versuchen wir hier nochmal unser Glück.
Verdammt, 70%. Natürlich wieder mehr gehabt als ich. Kampfmaschine habe ich noch nicht. Wir haben übrigens 1837 Juwelen. Das heißt, fehlt nicht mehr viel. Bald haben wir die letzte Bauhütte. Naja, die wollen wohl, die Person will wohl, dass man da durchläuft, oder wie? Ich mache mir einen eigenen Eingang. Okay, das war wieder schlechter als erhofft. Greife ich einfach nur schlecht an. Minuten dauert das noch, okay. Sieg. Trotzdem nicht genug Gold. Ach komm schon. Ich würde sagen, wir machen hier noch einen letzten Angriff, dann mache ich einen Cut. Und ja, warte dann auf die anderen Truppen. Ein heilloses Durcheinander hier. Und nicht mal 50%. Sieht aber auch nicht unbedingt gut aus hier. Ja, okay, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Hoch. Warte mal. Ich habe schon eins verbessert. Und kann es jetzt natürlich nicht mehr einsammeln. Ja, ich habe das Elixierlager schon verbessert. Aber nicht das Goldlager. Zerschmetterer dauert einen Tag. Einen ganzen Tag. Wachposten. Hätten wir noch eine Abwehrtruppe mehr und zwei Truppenlevel höher. Ja, das wäre gut. So, das dauert hier noch 18 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann in 18 Minuten wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Wir haben jetzt auch die 300.000 Elixier hierfür. Aber wir haben halt leider keinen Bauarbeiter frei. Deshalb packen wir hier einfach mal den Schub drauf. Gehen dann mal hier rüber. Die Truppen sind fertig. Wir können angreifen. Machen wir mal die Kobolde. Hatten wir das nicht schon mal? Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor. Hat nicht gereicht.
Okay, jetzt aber. So, und dann setzen wir mal unseren schicken Barbarenkönig. Lakaien. Oh. Die Base war viel zu schnell wieder kaputt. Immer noch keine Truppen anfragen. Okay, ich hatte plötzlich WLAN-Probleme. Wir haben es eigentlich noch ganz gut gemacht, aber ich habe trotzdem verloren. Tja. Ja, okay, Leute, ich glaube, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.